Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe mich ein bisschen hochge... ja, XP, aber noch nicht ein Level erreicht, aber es geht auch extrem schnell momentan. Und deshalb, da muss ich jetzt mal ein Part wieder aufnehmen, wo wir leveln. Beziehungsweise auch etwas anderes machen später. Ja, ich werde aber wieder anfangen, öfters zu Let's Playen und Livestreamen, weil ich einfach jetzt langsam wieder aus dieser Phase rauskomme, wo es einfach ein bisschen langweilig ist und ich langsam auch in den Kriegen mitmachen kann. So, wir haben Juwelen besetzter Feuerstab, der recht schwach, also low-levelig ist. Ich habe eine Nagelkeule gefunden. Eventuell. Ja, ich kann sie leider nicht mehr geben. Dann machen wir die weg. Dann eine Blutmeisterarmschiene für Beschwörer. Und hier habe ich die Avenger Leggings oben geschenkt bekommen von Dragoniel. Nein, von Night Shadow, sorry. Night Arrow ist es, glaube ich. Der Rachespeer habe ich gefunden. Schaut euch mal der an. Hey. Der ist mega gut. Den werden wir ausrüsten dann. Ein bisschen müssen wir haben. Ja. Ich möchte euch nachher noch kurz die Dinge zeigen. Die Attacke, die ich da. Kriegerische Reflexe. Machen wir mal kriegische Reflexe an. 100% Crit. Ist schon nice. Hä? Geht gar nicht. Ah, nur 300% erhöht. Ja, ja. Aber wir sind ja jetzt momentan hier schwach wegen dem Buff. Jetzt haben wir den Buff wieder. Das Schwert. So, da war mal ein Crit. Das werde ich sicher einsetzen, wenn ich dann optimales Equip habe. Früher werde ich das wahrscheinlich nicht einsetzen. Das habe ich jetzt einfach mal zum Test gemacht. Aber der Rachespeer, Hose des Abgrunds, da habe ich euch schon gezeigt. Skarabäenhandschuhe. Mhm. Ja, wir brauchen leider noch ein bisschen Erfahrung. Aber kommen schon gut vorwärts. Also ich habe eben sehr, sehr wenig Zeit gehabt. Ich muss im Path of Exile muss ich recht viel machen. Und dem Livestream noch den ganzen Tag. Ja, da geht schon ein bisschen Zeit verloren, hä? Für Champions of Regnum, hä? Ja. Oh, wie wir schön leuchten. Oh, ist das doch schön, hä? Wunderbar. Gut. Ja, jetzt müssen wir einfach wieder lange warten, weil wir so viel Leben haben. Aber ich habe recht viel passiv geskillt. Also hier Eisenhaut, Athletik, tödliche Anatomie, Vielseitigkeit, Big Bar. Hier nichts. Und hier bewältigte Stärke. Schon gut, hä? Ich habe vorher gerade Mountain Blade Warband aufgenommen und habe gemerkt, das Spiel macht ein paar Fehler, wo in Champions of Regnum gut ist. Und in Champions of Regnum gibt es ein paar Fehler, die in Mountain Blade Warband gut sind. Das passt doch irgendwie zusammen. Einfach schmelzen, dann hat man viel mehr. Dann hat man 7 Völker. Oh. Da könnte man... Oh, das wäre doch cool. Und dann auch eine Open World Map, dass man ein bisschen schneller vorwärts kommt. Muss man immer wieder wechseln oder ein Ding haben. Vielleicht eine Minimap, die ein bisschen größer ist, wo man sieht, wenn jemand kommt in der Nähe ist. Und das einfach ein bisschen langsamer voranstatten lassen.
nicht viel langsamer, aber so, dass man einfach noch eine Chance hat, auszuweichen. Der eben schneller sein muss. Das wäre doch etwas. Das wäre wirklich etwas, Champion zu fegen. Ich habe die besten Ideen. Ich habe immer wieder Ideen für Champion zu fegen. Das ist Wahnsinn. Ich bin der beste Entwickler. Wir müssen mir wirklich mal helfen, Kontakt aufzudingen für den Entwicklern. Ich kann gut Englisch relativ jetzt schon. Also ich habe ja nicht mal 3 Monate extrem viel gelernt. Und ja, schade, hier ist gerade eine Mission, aber wir haben gerade schlechtes Kehlehund aus. Kommen dort nicht mehr hin. Na gut. Die sind wieder einfach... Wieso ist jetzt alles hier so mächtig? Das macht mir nicht viel Spaß. Ich will doch eigentlich ein Held sein und so. Aber nein, ja. Ich habe tausende Mitspieler, die einfach übermächtig sind. Das macht keinen Spaß irgendwie. Mega frech, weißt du? Vor ungefähr 3 Monaten waren alle noch ganz, ganz schwach. Von den Eisen und jetzt sind sie die stärksten geworden. Wahrscheinlich durch mein Let's Play. Sind alle ermutigt, haben sicher alle schon mal einen Part geschaut, bisschen. Und sind ermutigt, mitzumachen. Und kennen, machen so, als würden sie mich nicht kennen. Irgendwie ist das eine Mischung, habe ich so das Gefühl. Also Alderos kennt mich schon relativ gut. Ich habe leider keinen Kontakt zu ihm, aber er ist top ausgerüstet. Ich glaube sogar fast am Ende. Weiß nicht, was er noch braucht. Ist halt mega suchtig. Und sonst ja, die von United natürlich und wie heißt die Gete schon wieder? Saft. Saftladen. Mega schnell! Wie wir einfach schnell diesen Südkreuz einsenden können. Das ist ja mal mega genial. Ich muss wirklich wieder ein Ding reintun, Berserker anstelle von diesen kriegerischen Reflexen. Das ist ja Wahnsinn. Toll. Gut. Mein heutiger Tod ist da. Aber es macht mir ja nichts aus, also man ist ja mega schnell wieder da beim Strand. Schon gut. Habe ich jetzt die Krallen eigentlich bekommen? Eine. Spare ich die auf, aber die Quest werde ich wahrscheinlich wegmachen. Einen schweren Hammer haben wir auch noch bekommen. Für 34, was sind denn das für Gegner? Ist ja mächtig scheiße. Ich habe ein paar gute Taktiken noch für Level 60 dann. Die möchte ich aber nicht sagen, weil wahrscheinlich die Leute mir zuschauen, damit sie ein paar Taktiken bekommen. Das werde ich euch alles dann zeigen, wenn ich dann richtig gut equipped bin. Geht ja nicht mehr lang, oder? Das Spiel hängt einfach mega.
bei der Zeit, ey, Wahnsinn. Diese Leertafel, also die Entwickler so, ja, wir machen ganz viele Leerräume, ja. So viel wie möglich. Gut. Und down. Yay, eine zweite Kralle, wow. Der ist mega lange betäubt gewesen. Ach ja. Yeah. Bald Level 45. Das freut mich mega. Ja, lieber die Schildkröten töten. Ja, jetzt noch ein paar Salamander töten. Habe ich auch die Eidechsenkrallen, die wir brauchen für eine Quest. Die Haut ist es nicht. Die Federn sind es auch nicht. Das sind nicht von den Schildkröten. Ja. Engel Bigilang ist ja der... der Dragoniel oder der andere, wie heißt er schon wieder? Der mit zwei Namen, Vor- und Nachnamen mit D irgendwas. Ah, ist da schon lange her. Sicher eine Woche her. Was haben sie jetzt eingenommen? Ah, Alcius Bandit. Alcius hat die Invasion gegen Cydis begonnen. Also sind das die Markierungen. Ja, das sind die Markierungen. Fengan. Ah, du blöder Stuhl. Hängst du nur fest. Dip di dip di dip di di di. Große Schildkröten. Ja. Die sind nur auf erhöht. Ja. Danke, du scheiß Schildkröte, fürs Ausweichen. Da hast du mal ein Schildkröt, du Idiot. Komm noch ein bisschen, ey. Schade, dass der ganze Part einfach fürs Level ist, aber das muss auch mal wieder sein. Seht ihr das Bonus an? Dass ihr jetzt nicht schauen müsst. Okay, ihr dürft schauen, also natürlich. Wäre schon gut, wenn ihr es schauen würdet. Aber es ist halt immer ein bisschen langweilig, weil er direkt noch eine langweilige Szene hat. Dafür ist es umso besser im RVR. Bis auf die Stunts die ganze Zeit, die uns niederprasseln, ist es eigentlich schon gut. Schon richtig taktisch. Aber das kann man noch viel, viel besser machen. Ich habe so lange immer wieder gedacht, im Bett, bevor ich einschlafen konnte. Ich habe einfach immer wieder diese Gedanken, wie ich das Spiel einfach besser machen könnte. Aber es bringt halt nichts. Man hat die Reichweite nicht. Man kann nicht den Entwicklern sagen, ja, mach das und mach dies. Das müssen die Entwickler selber verantworten. Und wenn sie es dann nicht machen, bekommen sie ja kein Geld über. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die noch verdienen, aber nicht so viel. Vor allem meine 15 Euro pro Monat.
Das bekommen sie übel, aber vielleicht nicht ganz. Wahrscheinlich sehr wenig davon bekommen sie übel. Ich habe mal gelesen, dass man auf Steam extrem wenig bekommt und das ist ja über Steam. Ich weiß es nicht. Ja, nein, das ist ja nicht über Steam, weil das ja über Gamigo ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber sie bekommen weniger, aber das ist Fakt. Sonst hätten sie schon lange ein mega gutes Spiel machen können. Nein, hey, jetzt muss hier noch so ein Idiot sein. Sag zu allen Idioten, die mit mir leben. Das ist ein bisschen unfair, hä? Zisch ab. Der hat einfach nur einen Werwolf. Der hätte schon lange eine Schildkröte nehmen können. Ja, nicht. Doch, Schildkröte kann er nehmen. Ich werde jetzt einfach ihm ein bisschen das wegnehmen. Der darf nämlich hier nicht leveln. Das ist mein Revier. Dass das nicht geht, hey. Ihn noch ein bisschen wegnehmen. Ich hätte ihn nur angreifen sollen. Pfeife. Immer diese Suchtis. Es sind immer nur Suchtis am Leveln. Die extrem ignorieren und mir Kills klauen und alles mögliche. Es ist einfach nur frech. Mehr kann ich das nicht nennen. Die Leute sollen einfach aus dem Weg gehen, wenn sie Leute sehen. Ich gehe ja ihnen auch immer aus dem Weg. Ich gehe einfach durch, wie jetzt. Aber eben, ich wollte einfach mal euch zeigen, wie ich auch Kills stealen kann. Ich habe jetzt ab jetzt immer No KS. Mal schauen, ob sie jemand wird wissen, was das heißt. Ah, das kennen wahrscheinlich viele wegen Leech of Legends. Das ist in jedem Spiel so, es wird immer gekillsteed. Es ist einfach alles nur freches Volk. Das ist einfach schade, also... Ich weiß nicht, was die MMORPG-Spieler wollen. Wollen sie wirklich immer wie frecher und böser anschauen? Sich anschauen. Sich fühlen. Ich habe einfach so das Gefühl, diese Sucht macht die Spieler ein bisschen negativer, ein bisschen böser. Also schade, also wenn ich ein MMORPG spiele, dann bin ich eigentlich ein recht friedlicher Spieler. Aber ich merke selber auch, dass man einfach manchmal den anderen etwas wegnehmen muss oder so. So richtig die Gegner klauen muss, dass man schnell vorwärts kommt, aber das ist dann auch wieder ein Gedanke von Sucht. Man will hoch werden. Man will es. Das ist eine Sucht. Nein, jetzt ist der Erfahrungsbonus noch weg. Schade, aber gut. Prima. Ja, leider wird es wahrscheinlich nichts mehr mit Skillen und so. Das machen wir dann im nächsten Paar. Ich nehme noch einen auf. Ja, und da muss ich ein paar Verwechsel spielen wieder. Oh je. Das sind einfach zwei meiner Lieblingsprojekte. Minecraft macht zwar auch mega Spaß jetzt momentan, aber es ist halt alles noch ein bisschen flau dort. Da muss ich leider den Steingolem zuerst. Heute kommt kein Livestream, ich möchte einfach keinen machen. Und morgen eventuell auch nicht. Es ist jetzt einfach so, dass ich mich nicht so gut fühle, jetzt Livestream zu machen. Und ich auch ein bisschen anders machen will. Ein bisschen besserer Livestream oder so.
Es ist ja nicht beliebt. Wenn es beliebt wäre, dann würde ich ja mega gerne immer Livestreams machen. Später hat er auch viele Livestreams von Champions of Regnum. Aber das Problem ist halt einfach, ich mache es eigentlich für nichts, wenn halt die Spieler nicht mal sich ein bisschen wohler fühlen bei mir. Ich habe immer das Gefühl, sie fühlen sich nicht so wohl. Sind eher so ein bisschen die Leute von Minecraft, die einfach mit mir irgendwas machen wollen oder so. Ja, Champions of Regnum ist auch ein bisschen einsam. Ja, wenn alle so wie ich wären, wäre es einfach auf der Welt, aber... Tja. Ich bin aber glücklich, dass ich einzigartig bin. Es werden noch viele mich nachäffen. Also, soll ich groß sagen, aber wenn man ein Star wird, dann wird man nachgeäfft. Das ist so. Die Spieler wollen alle so sein wie ich. Die Fußballspieler wollen vor allem alle so sein wie ich. Tja. Naja. Menschen müssen einzigartig sein, das ist einfach so. Ah, ich will die nicht haben. Keine Golems gerade im Moment. Mit dem guten Speer dann, ja, da mache ich auch fett Damage. Also noch ein bisschen. Ja, geht leider noch ein bisschen, hä? Also nächste Part. Ja, wie viel weniger Erfahrung wir jetzt bekommen. Das ist das größte Problem. Aber ja, gut. Jetzt bekommen wir langsam die Krallen eben. Sonst nicht, nö. Keine Bock. Kein Bock. Das Spiel hat einfach keinen Bock. Ja, ja. Du bist betäubt und kannst mich angreifen, du Idiot. Ich bringe mich wieder um. Nein, ich bringe mich nicht um. Ich habe noch überlebt 31. Wow. Aber ich wollte den unbedingt noch angreifen. Ah, ich mach's einfach, weil ich so ein Pro bin. Kann ich doch wieder mal ein bisschen sterben, aber... Oh. Immer dieses Hochlevelige... Ah, man darf ja nicht mehr sterben. Man muss HC spielen. Man darf nicht mehr sterben und so. Solche Leute mag ich nicht. Dann habe ich auch bei Diablo 3 einen guten Client gefunden. Hier bei James Wrecken ist es ja sowieso nicht HC. Bei Path of Exile habe ich immer noch keinen Clan, der nicht HC spielt. Beziehungsweise die ganze Zeit irgendwas anderes macht. Ich gehe in den Clan und sie traden die ganze Zeit. So mag ich nicht. Ich will nicht mit denen reden über Handeln. Das gibt's nicht. Hier ist es zwar auch viel, aber ja, sehr verschenkt. Was wir im Clan haben. Ist immer noch Nachtwache, hä? Und ist noch nicht geändert. Ja. Das tönt so komisch. Nachtwache. Babysitter. Naja, ich habe ja zugestimmt. Ich hätte lieber so einen epischen Namen wie Drakone. Es waren früher immer die stärksten Ritter, also Schützen auf den Pferden. Das war cool. Natürlich viel zu wenig. Da möchte ich ein Game machen von diesen Dragonen. Menschen, die wie Engel sind, einfach in Drachenform.
sich so richtig, ja, intelligent und stark verhalten. Ja, Drachenauge Eisstab. Ja, soll ich mit so einem? Es wird ganz knapp in diesem Part nicht reichen, tut mir leid, aber... Ja, das Spiel ist böse zu mir. Es ist sowieso ein bisschen alles böse zu mir, weil ich momentan extrem im Stress bin, sozusagen. Ich habe keinen Tag, wo ich mich locker verhalten kann. Ich muss immer mir alles Zeit nehmen für alles. Zwingen, weil alles so extrem stressig ist. Ja, jetzt greifst du noch an. Obwohl du eigentlich immer noch im Stand bist. Blöder Golem. Also die Golems sind die schlimmsten Gegner, weil sie immer angreifen können, obwohl sie nichts machen. Tja. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben keine Gegner hier. Das ist ja nur so, das Level 45 ist das. Können wir wegmachen, ne? Ich glaube kaum, das braucht jemand. In Richtung Axt auch. Ich werde die Sachen verkaufen. Der auch. Nein, das ist einfach zu schwach. Ich habe nur noch gute Sachen über. Entweder gelb oder über 20. Und weiß. Die anderen können auch farmen. Sie sollen halt selber farmen. Ich soll nicht immer alle Items verschenken, oder? Tja. Die Ringe sind wenigstens noch sehr leicht. Kann ich einfach behalten, weil ich sie eventuell einfach brauche. Ja, zweimal ausweichen, du Idiot. Hier hast du ein Südkreuz. So. Ich habe extra Geschicklichkeit gesteckt. Aber Skillen von Geschicklichkeit bringt nicht so viel. Ja? Ich mache jetzt den Part ein bisschen länger. Sonst halte ich das nicht aus, den nächsten Part zu machen. Gleich wenn Level Up ist, beende ich den Part. Ich glaube die Schäke, die geht nicht mehr. Hä? Ja, eventuell da. Ich werde es jetzt einfach machen. So, gut. Nochmals ausruhen. Ja, was habe ich sonst noch zu berichten? Livestream ist halt nicht so beliebt. Außer Minecraft. Eventuell werde ich Minecraft ein bisschen machen. Pro Tag vielleicht eine halbe Stunde oder so. Um einfach zu euch so ein bisschen den Fortschritt zu zeigen. Und ja. Ich werde vielleicht sogar ein Server-Let's Play machen, bis ich das 1.11 Let's Play anfange, das übrigens jetzt West heißt. Und ich werde
Champions of Legend ums bald Let's Playen, also Let's Livestreamen, wenn ich genug stark bin für andere Truppen, für andere Gegner. Und ja, eventuell hat er auch Farmen, muss ständig. Dann muss ich das einfach dort machen, weil in einem Let's Play oder ja, ich will es ja nicht so viel schneiden, also nicht zeigen, oder? Ich möchte es jetzt zeigen, deshalb dann einfach im Livestream. Ja, ich werde dann einfach schauen. Dann dürft ihr mir immer wieder schreiben, wenn ihr halt hier Schlachten sehen wollt. Ich brauche meine Items, weil ich ja nicht verhandle. Das wissen viele einfach nicht. Die fragen immer wieder, ob ich was möchte oder so. Ob er das tauschen will. Okay, der andere ist noch nicht hier. Er braucht seine Zeit scheinbar, oder ist er weggegangen wieder? Dass Leute manchmal nur 10 Minuten farmen, was bringt das? Sonst lieber das Game nicht spielen oder einfach irgendwie mehr Zeit investieren für das Game. Die Leute haben heute immer so viel vor, vor allem an den Handys haben die immer ständig irgendwas vor. Vor die Megasucht. Wenn ich am Handy sein würde, ich würde E-Mails lesen, ich würde Nachrichten lesen vom YouTuber, aber sonst gar nichts. Und der Wecker stellen. Avengers Helm. 45. Yes. Genau, in einem kleinen bisschen noch. Haben wir einen Avengers Helm? Sollen wir den Helm zeigen, hä? Machen wir das. Ist gut, dass der Helm zeigt, auch für andere Spieler wirken, oder? Ja, das muss sein. Ist nämlich richtig cool gemacht. Vielleicht auch unerwartet gemacht, aber ich denke eher erwartet. Ich frage mich jetzt, wo der andere ist. Ich möchte das Level up beim anderen haben. Stolz repräsentieren. Jetzt? Noch nicht. Eins. Ein Gegner. Okay, er war hier wahrscheinlich, weil da die Gegner fehlen. Ist vielleicht wieder zurückgegangen. Ah, ich will lieber hier bleiben. Sind sowieso so Ignoranten. Oh Gott. Ja, manchmal regen mich ein paar Spiele einfach auf. Das ist so. Ich kann einfach es nicht so ertragen, wenn Spiele einfach eigensüchtig machen und so mega auf. Schnell, 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 schnell. Immer noch nicht. Die Leiste geht halt ein bisschen weiter. Jetzt wieder schnell ergreifen. Komm, der Golem, der macht das Level ab. Greifen wir nochmal Golem an. Ja, wieder stehen. Jetzt komm! Level up! Jesus, nicht level up, hey. Just jetzt kommen, hopp. Hallo, gib mir Level up! Was ist denn so schwer? Er
Er bringt mich noch um. Oh, heftigst, hey. Kann ich dann greifen, wenn ich keine Mana habe? Das ist die blödste Idee, die mein Ding hatte. Dass man einfach nicht angreift, wenn man keinen Mana hat. Dann soll er halt normal angreifen, dieser Idiot. So, jetzt reicht. Heute habe ich so lange Parts zum Aufnehmen. Zwei Champions, zwei Mountainblade Warband Parts. Ein Champions of Regnum Part. So, danke schön fürs Schauen. Ich gehe hoch und beginne den zweiten Part für, ja, heute Morgen. Bis dann. Tschüss.